zwei Tomaten. Freddy. Ja. Findest du es nicht auch abgefahren, auf was für verschiedene Arten und Weisen Leute zu ihren Jobs kommen? Mach doch wieder mit dem Übergang Einspieler, den du selber einsprichst. Das ist wirklich, ein Ding. Nee, ich habe das. Mich würde das mal interessieren, deswegen können die Leute auch deine Mail ganz gerne mal benutzen, weil ja. Ich würde mal gerne eure Geschichten hören, wie ihr zu eurem Job gekommen seid. Ich bin mir sicher, aber es nur, wenn sie irgendwie abgefahren sind. Nicht, ich habe ihr angerufen, dann wurde ich angenommen. Weil ich habe wilde These und die ist, 50% der Leute, die einen Job haben, sind auf einem ganz wilden oder sehr ungewöhnlichen Weg an ihren Job gekommen. Selbst bei Tamay war es ja jetzt nicht der normalste Weg, sondern einfach, ich habe zufällig dann in dem gleichen Zeitraum mal ein Internetvideo gesehen, habe dann mal 2, 3 Videos geschnitten und habe dann irgendwie einen neuen Job bekommen. So ganz komisch gegen ganz viele andere Leute, weißt du, noch in einem Wettbewerb und so. Vor allem habe ich es aus Spaß auch gemacht. Ja, genau, und du hast es als Gag gemacht und auf einmal wirst du geknechtet. Ja. Oh, toll, Arthur, ja, toll. Weil ich oh, habe ja, nämlich tatsächlich die Woche, Dings gesehen, oh, meine Hände sind wieder so blau, das ist meine Jeans, weil ich mich immer kratze. Ich bin so ein, was ist denn das für eine Jeans, Alter? Ja, das ist, ich du kriegst halt blaue Finger von deiner Jeans? Ich kratze halt so, ja, ich habe hier so einen Schlumpf unterm Tisch. Du kriegst... Und dem stecke ich manchmal einfach meine Finger im Mund, nur damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Wie ist der denn dann seinen Job dran gekommen? Niemals eBay-Kleinanzeigen zurückschreiben, ich sag's dir, wie es ist. Na, du kleine Schlumpf! Na? Hey, wie ist letzte Preis? Wie ist letzte Preis? Wie ist letzte Preis? Aua! Ja. Nimm den aus dem Mund. Du musst aufpassen, wenn du. Ich mal wieder den Hosenstall zu. Das ist doch Quatsch. Das, was für die Achtjährigen. Ja. Nimm mal Hand weg, Hand wieder hin. Hand wieder weg. Hand wieder hin. Hand wieder weg. Okay. Genau. Das, was ich tatsächlich gesehen habe die Woche, war Jobausschreibung an einer Ampel hängend mit den Abreißzetteln. Abreißzettel, ja. Wo du dir auch denkst, so für Landschaftsgärtner übrigens, wo ich mir dachte, in einer betonierten Großstadt, an einer Kreuzung, wir sind schon wieder da, an einer Kreuzung, es sind andere Kreuzungen übrigens, an einer Kreuzung, diese Zettel hängen zu haben und darüber deinen Job zu kriegen, das ist auch der weirdeste Shit. Wie bist du denn zu deinem Job gekommen? Du bist ein Landschaftsgärtner gewesen? Nee, ich habe einfach an der Ampel mal so ein Zettelchen abgerissen und seitdem arbeite ich seit 30 Jahren da. Geil. Es ist aber auch, das sind aber so Jobs, die klingen sehr sophisticated, Landschaftsgärtner. Ja. Aber ich habe ja die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war mal Praktikant da bei so einem Landschaftsgärtner-Ding. Ja, das hört sich so romantisch an, aber es ist immer scheiße, ne? Es hört sich auch so an, als wenn die Leute so Profis wären, weißt du, weil die sich sehr gut auskennen in Botanik und Biochemie. Da kennen sich auch viele 20-Jährige gut aus, aber immer nur mit einer Pflanze, warum auch immer. Das war mit die schlimmste Zeit meines Lebens, mit den Leuten. Also ich weiß, es gibt, das ist die speziellen Leute, mit denen ich unterwegs war. Dass man immer schon dieses Argument fortfällt. Die Leute verstehen das schon, dass nicht jeder Landschaftsgärtner oder jede Landschaftsgärtner scheiße ist. Nein, ich kriege jetzt wieder 3 Mails. Mein Opa ist Landschaftsgärtner und der ist voll nett und der ist gar kein Nazi und der liest auch nicht die Bild. Diese Mails kriegen. Dass der braune Eichen eingepflanzt hat in jeden Garten, das war seine eigene Entscheidung. Aber er ist kein Nazi. Er ist kein Nazi, aber. Nee, also ja, und das war aber auch erst, also erstens, weil du gerade sagst, hier voll betoniert. Ich habe damals oben ohne mit. Das war geil. Mit meinem Jungen, ich war ja noch unter 20, sind wir nach Hamburg gefahren und haben bei den Hochhäusern. Die hatten ja so Zwischenterrassen, wo Rasen drauf war. Und dann habe ich den gemäht, oben ohne. Dass da nicht auch einfach mal so ein Mähroboter installiert werden kann, das muss ja wirklich sein. Das war ja noch 1900, das war ja noch im 20. Jahrhundert. Das stimmt. Das war ja noch. Stimmt. Du bist ja alt, ich vergesse das immer wieder. War das noch 1900? Immer wieder, dass du. Vielleicht war es Anfang 2000, weiß ich nicht. Aber ja. Aber wie bist du daran gekommen an den Job? Wie hast du den gefunden? Zeitung. Aber das ist auch weird. Das ist auch super wack, Mann. So alt. Oh Gott, Alter. Aus der Zeitung. Ich hab einen Job aus der Zeitung. What? Oh mein Gott. So wie in Filmen, wo die so einkreisen, weißt du? Ja. Wo man es so einkreist. Morgens so mit dem Käffchen. Und es war wirklich wirklich so. Das gucke ich mir später an. Das dann auch das wie in einem Film ist das so, Bestattungsunternehmen. Leute ausstopfen. Leute anmalen auch. Landschaftsgärtner, ja, auch gut. Zeitung, das ist aber heutzutage ist es auch ein Geheimtipp, weil ja so wenig Leute nur noch Zeitungen gucken. Ja, wirklich, ich hab ja Wohnungen gesucht, Leute haben mir gesagt, ey, ich mach ein Gesuch in eine Zeitung. Das ist genauso ein guter Geheimtipp, als wenn du sagen würdest, wenn du besser leben willst, atmen. Geheimtipp, macht kaum noch einer. Nee, aber Luft, oh! Aber es atmen ja noch Leute, warum?
Ja, weil es dumm ist. Es muss atmen jetzt ja Witze nicht weniger erklären, Leute. Oder was? Es gibt auch Leute, die atmen, die keine Nazis sind. Es atmen jetzt auch nicht das, weniger was Leute, denn jetzt nur weil es irgendwas einmal modern wird. Alter, gibt's was Neues außer Atmen? Habe ich was nicht mitgekriegt? Gibt's was? Ich habe keinen Bock auf Atmen. Die ganze Zeit nur rein, raus, auch nachts. Habe ich gar keinen Bock drauf. Gib mir was Neues, auch Essen, weg damit, Schmutz. Ja. Bitte halt mich auf dem Laufenden, auch wenn ich noch älter werde jetzt. Ich weiß, gibt's noch Autos? Es gibt Autos, aber was langsam wieder zurückkommt, ist ein Tamagotchi. Really? Nee. Oh, das ist ja so geil. Tamagotchi, halt die Schnauze. Oh Gott, Alter, ist wirklich zum Kotzen. Kumpel fragt mich, nein, ist egal. Was denn? Ob wir ihn... Shoutouten können. Ob der auch raus darf manchmal. Tamai? Ja. Nee. Nee. Ich habe noch gesagt, der hat zu viele. Ja, lustig. Kleinanzeigen. Mhm. eBay Kleinanzeigen gibt ja auch Shops. Stimmt, finde ich auch komisch. Also mich interessieren vielleicht für nächste Folge einfach mal die kuriosesten, wie bist du in deinen Job gekommen, Geschichten, weil ich finde schon Zettel abreißen und dann bist du dein Leben lang Landschaftsgärtner, ist auch schon ganz weirder Weg. Das ist krank, aber eigentlich ist es gar nicht so krank. Ja, eigentlich ist es gar nicht so krank. Dazu kommt, gestern noch gesehen, Spiegel TV, Grüße gehen raus, die uns von der Krise retten mental. Endlich mal, Spiegel TV, denn du weißt ganz genau, es gibt gleich richtig geil auf die Fresse. So, ne, Grüße gehen raus an Olli Schulz. Aber das ist wirklich, das ist wirklich gut. Und die haben wieder über das nächste Abzockenmodell der Familie Gohmann, die Großfamilien, berichtet, die überall in ganz Deutschland eben solche Landschaftsgärtner und Reinigungsservice machen und dann halt wirklich solche Sachen machen. Und die sagen dann halt 20% gratis, immer bei alten Leuten halt, ne? Wir reinigen ihnen das Dach und so. Und dann klettern die nämlich aufs Dach und dann hat einer ausgepackt, Alter. So viele Leute in der Großfamilie, dass schon einer auspackt. Langsam wird es schwierig. So, und dann saß er mit denen da und hat halt, ja, genau. Da gab es einer, das Video. Gestern. Oh mein Gott, deshalb habe ich es noch nicht gesehen. Okay, ja, genau. Geil. Oh. Nee, aber es geht so eine halbe Stunde wieder. Die haben ja so einen 800-Teiler. Und dann ist die Masche folgende. Die sagen halt, wir machen deinen Garten komplett sauber und nehmen dann halt 5.000 Euro für einen Kercher, um eine halbe Stunde da durchzugehen. Ah. Und verpissen sich dann einfach. Und die haben auch einen von denen einmal dieses Unternehmen rangelockt mit so einem Köder. Und dann kommen die auf einmal mit der Kamera und sind so, wir sind Spiegel TV. Hallo. I am Matthias. Ich bin sehr empört. Haben Sie ein Liter Wasser dabei? Und dann rennt der weg und so ins Auto ganz schnell. Das Verfolgungsjagd, weil Spiegel TV brüstet sich ja immer damit, dass sie einfach sehr, sehr, also sind auch sehr hartnäckig. So, es macht unfassbar Spaß zuzugucken, aber ich glaube, es wäre die schlimmste Erfahrung ever in deinem ganzen Leben, wenn Spiegel TV was von dir will, dann ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, weil ich glaube, die sind so penetrant. Es ist halt immer jeder Gerichtsprozess, wo Spiegel TV ist, die laufen neben dir her, ja, was, da haben sie, schämen sie sich nicht? Und dann so der Anwalt, wir reden nicht, 8 Polizisten drumherum, warum schämst du dich nicht? Können Sie mal antworten? Hallo, haben Sie Augenkontakt mit mir gerade? Hallo, hier ist mein Penis, können Sie meinen Penis angucken? Und dann einfach nur, und dann danach drehen die sich zur Kamera und dann ist halt immer so, der Mandant hat mich nicht angeguckt. Man sieht auch, wie unfassbar wenig Respekt auch Reportern hier entgegengebracht wird. So, sind die größten, die härtesten Moves so einfach. So, das ist halt wirklich der krasseste Scheiß. So, die stehen einfach bei dir morgens vor der Türe und schneiden raus, höchstwahrscheinlich, wenn die Sturm klingeln wie so Wahnsinnige, weil dann würden die verklagt werden. Und dann, wenn du rauskommst und sagst, jo, was ist denn los, sind die, hallo, schönen guten Tag, können wir reinkommen? Und dann gehen die halt im Prinzip in deine Wohnung schon rein mit 3 Kamerateams, volles Licht in deine Fresse. Da wäre mir lieber, dass nachts Joko Winterscheid mit einem Kamerateam vor meiner Tür steht und meine Wohnung verändert. Das ist, glaube ich, eine geilere Erfahrung als Spiegel TV, auch wenn er deine ganze Wohnung pink anmalt für 500 Euro und einen Fernseher. So, also das ist, glaube ich, wirklich... Ja, wobei, aber diese ganzen Redakteure, die so bei so einem Frauentausch und so dabei sind, die sind auch manchmal ganz schön verzweifelt. Wenn da keine Action passiert, ich habe dann das Gerücht gehört, ich war ja damals mal beim Fernsehen, habe ich so aus den Kreisen gehört, da waren die irgendwie zu harmonisch, das war irgendwie, waren die gar nicht pissed, die waren gar nicht wütend, die waren gar nicht so... Und dann hat anscheinend die Redakteurin mal ein bisschen beim Kochen den Herd aufgedreht. Einmal mal den Herd auf. Und so nach 10 Minuten, oh, das riecht aber komisch. Hat da jemand etwa den Herd? Und dann, oh, da hast du den Herd! Und dann haben sie sich geprügelt. Aber es ist doch einfach auch gut, dass man auch schlechte Menschen noch irgendwo unterbringen kann. Mhm. Mein RTL. Meinst du jetzt die Redakteure, oder? Bitte? Oder? Nee, ich weiß nicht. Ja, also ich finde es auch, aber man muss den Redakteuren auch eine Sache zugute lassen. Die haben manchmal schon einfach goldene Momente drin. Mein Lieblingsfrauentauschmoment ist nach wie vor... Wo er sich entscheidet. Nee, Bauer sucht Frau war es. Ist genauso schlimm. So, und dann muss er sich entscheiden, ja, zwischen 2 Bäuerinnen, die er daten will. Und dann entscheidet er sich für die eine und gibt der anderen einen Geschenkkorb. Und er gibt ihr wortwörtlich dann einen Korb. Und ich fand das so fucking. War der leer wenigstens? Ja, nee, da war was drin, ist ein Geschenkkorb. Er sagt dann hier: Ich habe mich für die Jacqueline entschieden, hier ist ein Korb.
Und sie ist dann so traurig und sagt so, aber ich habe wirklich so einen schönen Korb bekommen. Und du weißt einfach, dass es geschrieben ist, aber es ist einfach so dumm, fantastisch. Also, er checkt es auch selber nicht. Er ist so, ich habe einen. Nee, das ist wirklich auch ganz übel. Ganz übel. Boah, da bin ich schon so lange, seit Vera Entwehen weg ist, bin ich raus aus der Nummer. Vera Entwehen folge ich nur auf Instagram jeden Tag. Weil Vera Entwehen und ihre Frau, die machen fantastische Insta-Stories. Also wirklich so. Ich gucke jeden Tag Vera Entwehen Insta-Stories. Sie kocht ganz viel. Deswegen, ich schaue mal rein. Ich meine es wirklich ernst gerade. Und die bejahen sich immer so. Die haben so ein Positivity-Ding going. Tamara und ich, wir können das ganz gut. Sollen wir mal vorführen? Dann musst du nicht gucken. Das ist wirklich so. Wir haben das schon geübt, weil wir wollten mal ein Video drehen zu ihrem Kochbuch. Ja, aber nicht ja. Also, ich rühre das jetzt mal um, ne? Ja? Ja, ja. Und dann guckst du, filmst du das auch, ja? Ja, ja. Okay, also wir haben jetzt reingefilmt, dann machen wir Salz drauf, okay, ja? Okay, das machen wir. Okay, okay, Salz. Okay, gut. Und ja. dann, wenn wir das Salz drin haben, dann ja. machen wir noch Möhrchen rein, okay? Ja, mit ne? Möhrchen, ja. Ja, okay. Das ist jede Insta-Story. Es ist halt total süß so. Die bejahen sich so, die sind so voll positiv und spiegeln das dann auch so wieder. Ja. Neben dem Vera entwehen Ding, ne? Ja. Der könnt ihr gerne ja. nochmal die Böhmermann-Videos okay, gucken. Ja. Das ist echt eine schwierige Nummer, die da abgelaufen ist. Ja. So, natürlich kann man dann immer darüber diskutieren, wie redaktionell man da eingebunden ist und ob man nur was moderiert und so. Ja. Aber die Insta-Stories ist gut. Ich gucke es mir wirklich an. Ich bin auch da geblieben. Am Anfang war es ein Gag und inzwischen gucke ich es wirklich jeden Morgen. Nein. Ich hab sehr viel Schmutz jetzt mal rausgemacht. Die ganzen Schmutz, die man immer so aus Gag gefolgt ist, alles weg. Weg mit dem Schmutz. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dann in dem Sinne noch, falls ihr Schmutz wollt zum Folgen, liebe Grüße gehen raus an Harald Glöckler. Fantastischer Instagram-Account. Fantastischer Instagram-Account. Was ist denn mit dir? Was denn? Ich mag die Leute einfach. Ich verfolge so Leute halt gerne. Die interessieren mich. Ist das der Mann mit dem Bart? Ja. Der ist VIP. Mit dem Edding-Bart. Weil er noch. Hast du einen Kochtermin mit ihm oder was? Hast du einen Kochtermin mit ihm? Es ist. Oh, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Oh, shit. Habt ihr gestern zusammen gedreht oder was? Wir sind live, ne? Ich glaube halt einfach, dass von einer Partei verklagt zu werden pro Podcast uns reicht. Wie läuft mit Sido? Gut. Gut. Ich mag Sido. Ich auch. Ja, der kommt bald vorbei. Echt? Ja, jetzt hast du Bock. Darf ich auch wieder, vorbeikommen? Ne? Ja. Jetzt hast du wieder Bock. Ich hab mega Bock. Weil. Der kommt nicht vorbei. Wir haben noch nicht drüber geredet. Er wollte aber vorbeikommen. Ich glaube nicht, dass er im Podcast mitmacht. Nächstes Thema. Das ist zu unpopulär. Nächstes Thema jetzt. Aber vielleicht würde er mitmachen. Jetzt kommt das nächste Thema. Würde er sich hier hinsetzen? Wir können fragen. Ich würde ihn aber investigativ. Was ist das denn? Was jetzt? Thema war das. Oh, Alter, der hat einen Wusch gemacht. Mach nochmal.